So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's mal wieder weiter mit dem T1. Hat ja. Der einen Namen? Renate. Renate. Weil die Vorbesitzerin Renate hieß. Da gibt's eine witzige Story zu, ne? Ja, da gehen wir dann nochmal drauf ein. Die hauen wir ganz am Ende nochmal raus. Genau. Aber mir war auch so, dass das Ding einen Namen hat. Okay. Ja. Wo fangen wir an? Im letzten Video Motor eingebaut, theoretisch läuft das Ding. Genau. So, jetzt steht das Auto aktuell beim Sattler. Da sind wir gerade angekommen. Ich wollte nur einmal unbedingt in diesem T6 hier in der Mitte sitzen, mit dieser schönen Scheibe hier hinten drin. Ordentlich gesehen sowas. Könnte man natürlich perfekt Motoren durch hier fahren. Ja, ne? Passt der Motorkran so. Ich glaube, die ist dafür da. Jeder wird es kennen. Man holt einen Motor ab mit Getriebe. Natürlich Flüssigkeiten drauf gewesen. 5 Meter gefahren, Getriebeöl läuft raus, die ganze Kiste stinkt. Ich bin mir sicher, dass es dafür nicht ist. Aber wäre Chef, ne? Da könntest du wirklich den Motor für immer drin lassen. Ja, der ist witzig. Nein, so, wir sind beim Sattler. Ihr kriegt heute noch mal ein kurzes Video, weil... wir wollten nur kurz verkünden, am 31.01., das ist Freitag, sind wir mit diesem Auto auf einer Messe. Genau. Soll ich sagen, wo? Ja. Okay. Und zwar ist in Bremen die Oldtimer Messe, als, sag ich mal, Gegenpart zu Techno Klassiker in Essen, findet in Bremen auch noch eine Oldtimer Messe statt. Und da ist auf jeden Fall Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer, beziehungsweise eigentlich mit dem Konzernstand, mit Audi zusammen und so weiter. Und dort wird dieses Auto zu finden sein. Wir beide werden dort zu finden sein. Wir sind auf jeden Fall auch da, sogar von Freitag bis Sonntag. Also ihr könnt vorbeikommen. Genau. Euch Renate angucken. Ja. Wir bringen noch ein paar andere Sachen mit. Da kommen wir aber später zu. Aber wir sind auf jeden Fall da. VW ist auch da. Mhm. Macht ihr wieder irgendwie Waffeln oder irgendwie sowas in Richtung? Weiß ich noch gar nicht. Auf jeden Fall gibt es Bier. Bier, ja, sehr gut. Ist mir ja gewohnt von uns. Ne? Aber ich vermute kein Heineken diesmal. Nee, Becks. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, es wird Becks gut. Manchmal müssen wir das auch schenken, was häuslich ist. Ich glaube, Becks kommt doch aus Bremen. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, dann wird es natürlich Bremen, wahrscheinlich Becks geben. Ich denke, wenn wir da Heineken reinrollen, dann ist Feierabend, ne? Reißen sie uns den Kopf ab. Ja, genau. Okay, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch, dass ihr euch nämlich mal den T1 so richtig angucken könnt, was die Jungs da gemacht haben. Liebt gerne, könnt ihr natürlich euer Feedback auch da lassen. Ich bin auch mal gespannt auf die Leute, die kommen, weil wir haben ja mit dieser Videoreihe sprechen wir eine ganz andere Reichweite an als zum Beispiel jetzt mit Motorenvideos. In Essen sind auch schon ganz viele Leute angekommen. Ja. Also gefühlt sind mehr Leute angekommen, dass sie gerade diese T1-Videos feiern, als andere Videos, obwohl die anderen Videos viel, viel mehr geklickt werden. Liegt, glaube ich, einfach daran, dass das so ein Nischenbereich ist, wo es halt wirklich nicht so viele Videos so gibt und deswegen, dass dann viele wirklich feiern, wie wir das über Monate Schritt für Schritt so zeigen. Ne? Wobei es größtenteils ältere waren, das hatte der Schwan uns ja auch neulich erzählt. Ja. Ich hoffe, dass wir ein paar Jugendliche auch nochmal animiert bekommen, langsam zum Restaurieren. Die werden dann wahrscheinlich eher im Bereich so Golf 1, Youngtimer, Audi 80, dann, so in dem Bereich. Ja, frühe Oldtimer, ja. Okay, also Renate ist vor Ort. Wird das Auto fertig sein? Das Auto wird nicht fertig sein. Das war jetzt einfach nicht möglich in der Zeit. Der Plan, dass wir damit auf der Messe stehen, kam erst ein bisschen später von meinem Chef. Ich würde tippen, Baustand ungefähr 80%. Zwischen 75 und 80% wird sie vollständig in Bremen stehen. Mhm. Also das, was zu sehen war, ist drin. Wir sind jetzt hier gleich beim Sattler. Da seht ihr gleich, was drin ist. Aber es wird noch nicht die ganze Innenausstattung drin sein. Es fehlen noch ein paar Anbauteile und so weiter. Mhm. Kannst du was zu dem Sattler hier sagen? Kommen hier alle Autos von euch her oder habt ihr verschiedene Sattler? Wir haben 3 verschiedene. Wir haben einen direkt bei uns in Isernhagen, wir haben einen in Launau und jetzt sind wir hier bei dem Rainer Burkemeier in Minden, Hille, also ist so ein bisschen hinter Minden. Das ist einer unserer 3, genau, und machen wir eigentlich schon viele Jahre mit ihm. Arbeit und Qualität ist, wie ich finde, gut. Gut bis sehr gut und ich bin gespannt, ob sie Leute interessiert und bin gespannt, was wir gleich mal zu sehen bekommen. So. Ich auch. Ob das aussieht wie, ob wir auch jede Menge Alcantara, gelbe Nähte und Carbon sehen. Ich denke, das werden wir hier nicht finden. Wir erinnern uns, das war ja Ziel, möglichst dicht ans Original zu kommen mit der Ausstattung, mit der Außenfarbe, mit der Innenausstattung und so weiter. Und das weiß der Rainer auch. Ich bin mal gespannt, was er uns Schönes gezaubert hat. Okay. Ja, ich würde sagen, nochmal zum Abschluss. 31.01. bis 2.02. Freitag bis Sonntag. Bremen kommt vorbei. Du bist dauerhaft da. Genau, ich bin da. Ich bin auch dauerhaft da. René ist auch da. Manchmal, vielleicht. Manchmal, vielleicht. Mal gucken, vielleicht machen wir auch ein Video. Wir haben mal was ganz Neues, Klassikmesse, ne? Ja. Ganz was anderes als Essen.
gibt es bestimmt auch ein paar interessante Sachen, gerade in Bezug auf Restaurationen und was ist da so alles so. Ja. Ich muss zugeben, das ist mein erstes Mal Bremen, deswegen kann ich da nicht so viel drüber sagen, aber ich bin gespannt. Ich war schon zweimal da. Okay. Dann weißt du es. Ich war schon zweimal da, gibt brutal viele Autos und halt auch so ein paar Firmen, die halt einfach, ist halt etwas anderes als Essen. Ja. Aber wir gehen mal rein. So, wir sind angekommen. Rainer, hallo. Grüß dich, Marius. Zwei, drei Worte zu dir so, Eva. Mal gucken, was ihr Tolles geschafft habt. Ja, wir machen diesen Job hier seit 20 Jahren ungefähr. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig mit meinem Mitarbeiter und ja, wir machen die Inneneinrichtung von diesen Dingern. Genau, ich hatte schon gesagt, dass ihr schon das ein oder andere Auto für uns gemacht habt. Ja. Und dass wir qualitativ auch immer zufrieden sind, deswegen gerne wiederkommen. Ja, und ja, jetzt einfach mal sehen wollten, was ihr so geschafft habt, ehe wir das Ding jetzt zum Ende des Videos mitnehmen und in Bremen ausstellen. Sitze ist jetzt noch nicht viel passiert, hatten wir schon eben angesprochen. Mhm. Ja, wir haben die Gestelle haben wir gepulvert, Sand gestrahlt, gepulvert. Und ja, die sehen jetzt wieder aus wie im fast Neuzustand, würde ich sagen. Die Federkerne haben wir repariert und jetzt wird es halt gepolstert. Ja, sind die ab Werk waren die bestimmt noch nicht mal gepulvert, ne? Die waren nee, wahrscheinlich ab Werk nur lackiert oder so. Die sind, ja, nicht mal lackiert, nicht die mal waren lackiert, eigentlich okay. Roh, ne? Die waren irgendwie gewachst. Mhm. Und das hat das konserviert. Mhm. Mhm. Ja, aber im Innenraum ist ja schon ein bisschen was passiert, oder? Ja. Ja. Wir haben als erstes, wenn so eine Rohkarosse, sage ich mal, kommt, bauen wir immer den Himmel ein. Mhm. Dann mit dem dezenten Faltdach da drin. Ja, mit dem riesengroßen Loch. Ja. Und ja, dann nachfolgend macht man die Verkleidung an. Und das ist jetzt alles komplett neu produziert oder ist da jetzt auch irgendwas von alt? Nee, weil es sieht ja theoretisch wirklich aus, wie es damals war. Ja, das ist alles alt. Alles alt, okay. Quatsch. Also alles neu im alten Look. Im alten Look, ja, 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 klar. Mhm. Ja, die ganzen Pappen, die sind alle neu. Und so diese Chromleisten? Die gibt es auch noch fertig zu kaufen. Ah, okay. Im Repro. Mhm. Und so diese Art mit den Schrauben, mit den Scheibchen drunter, das war original auch so? Das war so, ja. Die sind an der Seite sind die alle verschraubt und zum Beispiel hier in den Türen, da werden die mit so Klipsen befestigt. Mhm. Auf wie in der Heckklappe. Mhm. Das heißt, so eine Türpappe beginnt dann wirklich mit einem Stück Holz im Prinzip, mit der Holzplatte an sich und dann baut ihr es von Grund auf neu auf. Ja. Okay. Das wird dann beklebt mit den verschiedenen Materialien. Muss man beachten, dass man immer passig die Höhe hat, dass das umlaufend immer die gleiche Höhe ist. Ja, so ein paar Sachen sind da schon wichtig, die man zu bedenken hat. Ja, ist auf jeden Fall ein Kunstwerk. Ich bin immer wieder begeistert, weil ich da brauchst, glaube ich, einen extremen Geduldsfaden für. Ne? Für ja. Ja, auch gerade so ein Faltdach und so. Ne? Ja. Der Himmel ja auch. Der ist ja komplett nur geklebt überall. Ja. Das ist ja schon so ein bisschen. Wie muss ich mir das dann vorstellen, Rainer? Sind dann hier hinterher so 300 Wäscheklammern an dem Auto, wenn der trocknet? Oder? Wie wird der Himmel oder wie? Ja. Der Kleber. Nee, das ist eigentlich das ist ein Kontaktkleber. Also den heftet man an und dann klebt er gleich. Okay. Beide Seiten dann irgendwie? Ja, oder? Ja, genau. Das musst du ablüften eine Zeit lang und dann. Und ja. Der ist ja komplett nur so gespannt, ne? Da sind ja gar keine Bügel oder irgendwas drin, ne? Aber du hast noch keinen zweiten Versuch. Wenn es nicht passt, ist Feierabend. Schlecht. Der Himmel war ab Werk auch so mit diesem Lochleder? Genau. Also wie wir schon sagten, eben, das war bei dem Auto halt das Ziel, das möglichst nah wieder ins Original zu richten. Und eigentlich haben wir jetzt hier nichts gemacht, was irgendwie unser eigener Wunsch war. Lenkradfarbe ist leider noch voll daneben, da müssen wir noch ein anderes verbauen. Ansonsten hast du eigentlich ja alles damals so gefunden, wie es jetzt ist. Habt ihr irgendwo zufällig so eine Originalpappe, dass wir das mal daneben halten können, wie das so... So, da liegt es ja. Zufall liegt hier eine. Aber das ist noch eine gute, ne? Also ja. Wenn du ein Auto hast, was eventuell mal noch viel feuchter stand oder mal Hochwasser in der Tiefgarage hatte. Wie nannte man das damals? Das ist ja so ein bisschen wie Tapete zu Hause oder so, ne? Weil das ist ja schon auch, ist das auch ein Leder gewesen, Stoff oder? Das ist ein Kunstleder, ja. Ein Kunstleder. Das ist gedruckt halt. Ja. Das nennt sich Mesh Gray. Ja, so Mesh Gray war so in der Broschüre zumindest, ne? Und das war auch, ist auch alles Kunstleder, war damals ja, echt Leder? Ja, das ist alles Kunstleder. Und das auch wieder Kunstleder? Das ist auch wieder Kunstleder. Aber diese Stoffe und so gibt es tatsächlich dann noch zu kaufen? Ja. Auch in der... Ja. Ja, ist halt schon ein das ist ja dezenter Unterschied. Das war halt wirklich nur mit Leidenschaft, ne? Hier mit dem Keder angetackert ja, und so, ja. Das baut heute halt so keiner mehr, ne? Witzig ist auch, man sieht auch, wie es kleiner geworden ist, ne? Wie sich das so über die Jahre zusammengezogen hat und hier so ein Spalt entstanden ist. Ja. Aufarbeiten könnte man sowas nicht mehr, ne?
Also in dem Zustand könnte man das nochmal wieder anbauen, aber man kriegt die Verfärbung nicht raus, ne? Die kriegt man nicht raus. Ne? Ja, ja. Und wie Mario schon sagte, die ist vom Zustand noch sehr gut. Ne? Mhm. Es gibt da, ja, echt immer, da zählt wahrscheinlich schon immerhin, dass überhaupt eine da ist. Ne? Das ja, ist wahrscheinlich schon mal Punkt 1. Das Problem ist, da werden Türfolien vergessen oder so, ne? Oder nicht verbaut und dann läuft das Wasser dahinter, dann quillt die von innen halt hoch. Ne? Dann kommt doch mal drauf an, wo so ein Auto steht, wie es benutzt wird und so weiter. Aber echt vom identisch, ne? Auch so mit dem Keder und so? Ja, das kommt ihm schon sehr nah. Krass. Ja, ich würde sagen, dann... Wie viel Stunden stecken hier jetzt ungefähr so drin? Bis so ein Himmel drin ist, bis so ein Faltdach fertig ist. Verkleidung alle bezogen. Ja, das sind schon 70, 80 Stunden. 70, 80 Stunden. Ist schon ein bisschen Arbeit immer alles. Krass. Ja. Und die Sitze sind wahrscheinlich viel, also da kommt dann nochmal enorm viel zu. Es wird wahrscheinlich unterschätzt jetzt, ne? Ja. Die Sitze wahrscheinlich dann mindestens nochmal das gleiche, beziehungsweise eher dann nochmal wahrscheinlich eine Ecke mehr, ne? Ja, so auch 70, 80 Stunden wird das auch dauern. Das ist jetzt ein Bezug, der, wo ich sagen würde, der ist nicht mehr original. Der wurde schon mal nachgefertigt. Echt? Okay. Weil das halt nicht dieses Muster hat, ne? Ja, und so sieht das aus, wenn das abgebaut ist. Mhm. Mhm. Das wird dann immer so bröselig und dann rieselt das unten so raus. Das heißt, die ganze Polsterung besteht auch wirklich nur aus dem Zeug und dem Federkern? Ja, und dieser Watte als Abdeckung, ne? Mhm. Das waren halt die 60er Jahre. Ja. Nichts mit Schaumstoff. Oma Sofa, aber hier, Fahrersitz. Ja. Wobei, ich glaube, in der Pritsche gab es sowas in die Richtung. Aber ich glaube, wir hatten schon mal eine Pritsche, da war auch sowas Ähnliches drin. Aber klar, das ist schon... Also eigentlich ist ein Fahrersitz immer so richtig tot, muss man sagen. Ja. Ne? Wenn 50 Jahre lang eingestiegen wurde, oder 60, dann ist da... Und original, sagst du, hätte der auch das Muster hier auf dem Sitze? Ja. Ja, ist ja nicht so viel dran an so einem Sitz, ne? Gegenüber den aktuellen Sitzen. Ist überschaubar. Kabel gehen halt keine durch, ne? Federkern. Hier hinter ist auch so ein, ich sag jetzt mal, so ein minimaler Federkern. Ich würde es nicht unbedingt als Federkern bezeichnen, sondern mehr... Ja, das ist die Rückenlehne. Das muss halt... Das braucht nicht so Federn wie der Sitz. Vom Komfort her ist das entscheidend. Das fässt sich ja witzig an. Ja. Das ist ein Kokosmaterial. Das heißt, es ist ein geschäumtes Kokosmaterial oder geformtes. Ne? Also eigentlich sogar so ein halbes Naturprodukt. Ja. Aber dann ist das ja schon fast ein Weltwunder, dass das noch so erhalten ist nach so langer Zeit. Ne? Ja. Ist das das Original aus dem Auto? Der Sitz ist aus dem Auto. Muss ich jetzt nicht angucken. Weiß ich nicht. Der Sitz ist aus dem Auto, aber das könnte auch schon mal ersetzt worden sein. Ersetzt worden sein, ja. Mhm. Okay. So, das heißt, das sind die beiden Stoffe, die zum Einsatz kommen. Das ist genau das gleiche wie auf dem Typo. Ja. Ist das irgendwie noch original von damals, also irgendwie so Restware aus irgendwelchen Lagern, oder wird das mittlerweile reproduziert? Das wird nachgearbeitet, das ist ein Repro-Produkt. Also Originalstoffe keine Chance mehr zu kriegen. Nee. Mhm. Aber es ist ähnlich. Ähnlich, ja. Von der Optik her. Könnten so diese Vollfachmänner, da gibt es ja bestimmt so richtige Freaks, könnten die das unterscheiden, dass es nicht original ist? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ja. Da gibt es wahrscheinlich so Verrückte, auf jeden Fall. Die es wahrscheinlich an der Maserung sehen, dass es dann doch ein Mühe anders ist. An der Maserung oder an der Rückseite. Mhm. Das ist, da hat sich doch wohl noch was geändert. Wie gehst du vor, wenn du jetzt so einen Sitz fertig machst? Nimmst du immer das Originalpolster und zerschneidest das als ich sag jetzt mal, Muster? Oder machst du das eh von null auf, so wie das für richtig hält? Na, dadurch, dass wir schon öfter welche gemacht haben, haben wir da Schablonen. Schablonen für, okay. Und so. Die kann man da nehmen, wenn sie passen. Ne? Mhm. Wir überprüfen das vorher, ob das wirklich passig ist und dann arbeiten wir nach Schablone. Aber diesen Filzkern, den wir eben gerade gesehen hatten, der kommt hier dann auch wieder drauf? Ja. Und dann kommt erst alles rüber? Genau. Dann werden die, dieses Material, das wird das Sitzmaterial, wo man drauf sitzt. Mhm. Und dieses Material wird halt hier die Seiten, das aufrecht stehende Material. Da kommt dann noch eine Biese zwischen. Mhm. Was? Oder ein Keder. Keder, okay. Ein Keder zwischen, den wir halt aus diesem Kunstleder nähen. Hat das einen Grund, warum dieser Keder da ist? Oder ist das nur eine optische Sache? Oder Sache, Funktionssache? Ja. Vielleicht Funktion, Schutz irgendwie an den Kanten oder so? Gar nicht. Fanden die Leute nur cool damals? Ja, wahrscheinlich. Mhm. Und hier kommt der Stoff direkt drauf oder kommt hier auch nochmal wieder was zwischen? Da kommt nochmal, sowas zwischen nicht mehr, aber da kommt nochmal eine dünne Abdeckung drüber. Okay, ganz eine dünne Watte. Ganz bisschen Schaumstoff und fertig. Ja, sonst scheuert das hier an dem Zeug so. Ja. Mhm. Und wie, dann sag ich mal, näht ihr das links rum, dreht das um, zieht das rüber mhm. und wie hält das dann? Es wird unten
an diesen Haken hier verklammert. Ah, okay. Einmal von vorne und einmal das Hinterteil. Das heißt, da ist dann auch wieder in der Rückenlehne irgendwas eingenäht, was ja, da dann... Da ist ein Draht eingenäht und dann wird das da verklammert. Aber wenn irgendwas nicht passt, ist es ja auch direkt Müll, ja, ne? Ja. Boah. Kommt noch die Sitzheizung drin? Ja. Ich weiß noch, wir hatten mal einen relativ, ich nenne es mal stabilen Kunden, da hast du hier in die äußeren Kerne noch was gemacht, damit da die Sitzwange nicht immer gleich so warm einsteigen, ja. Also hart sind sie dann doch nicht. Mhm. Schon irre, ne? Ja, aber der ist vom Zustand echt noch gut. Sehr gut, ne? Sieht ein Sitzkern heute vom Grund her noch irgendwie so einem ähnlich oder ist gar nichts mehr? Ich glaube, es ist nur noch Schaumstoff, oder? Die haben nur noch Schaumstoff drin, ja. Deswegen sind die auch nach 10 Jahren alle so durch. Ja, ist aber bequemer als die heutigen Autos. Das findest du bequemer? Ja. Ich finde das auch witzig. Aber es hat null Seiten halt, ne? Ich glaube, also es wird ja schon Grund haben, warum die heutigen Sitze so sind, ne? Ich glaube, du sitzt hier eine Stunde bequem drauf und nach 1,5 Stunden tut es weh. Der T1 ist halt eh kritisch, weil wenn du, sag ich mal, ab 1,80 guckst du genau, wenn du gerade sitzen würdest, genau gegen die Dachkante. Das heißt, du sitzt eigentlich den ganzen Tag so. Mhm. Ja. Also mal ein paar Zenti könntest du hier noch rausholen, ne? Ja, ein bisschen tiefer legen den Sitz, ja. Tja. Witzig. Cool. Kopfstützen hatte der keine, ne? Nee. Die kam auch erst T2B, kamen diese Grabsteine so, ne? Mhm. Oder? Glaube ich so. Ja, A oder B. Also auf jeden Fall im T1 gab es nichts mit. In die 70er wurde das irgendwann Pflicht, ja, ne? Mhm. Ja. Wie lange sitzt du an so einem Sitz ungefähr? Das dauert ungefähr, dieser hier wird so ungefähr 10 bis 12 Stunden dauern, bis wir den durchhabt. Bis wir da einen Bezug für genäht haben und den dann drauf haben. Schade, ich hätte eigentlich gehofft, dass Philipp jetzt mit Nadel und Faden hier anfängt. Auch eine Ehe. Und Frau Holle macht, ja. Aber da kannst du sicher sein, die Naht würde sich jeder in Bremen angucken. Ja. Deswegen. Kannst du gleich daneben unterschreiben. Nein. Ja, wir haben nämlich so ein bisschen Zeitmangel, weil bis Bremen sind noch keine 10 Tage mehr. Ja. Und deswegen, kriegt ihr bis dahin noch einen Sitz fertig, oder? Einen kriegen wir noch fertig, ja. Vielleicht fertig, ja. Wir würden es jetzt lieben gerne hier zur Sekunde sofort machen, aber das wird nichts. Bist du da? Bist du mal zu Besuch? Ja, natürlich. Ja, das soll jetzt eigentlich soweit gewesen sein. Ne? Den Rest werden wir dann wieder... Wie weiß das? Beifahrersitz ist mehr so eine Bank, ne? Wenn das Auto diese Konfiguration hat. Es gab den T1 schon mit Durchgang, wie du es aus der Karavelle von heute kennst. Mhm. Dann hat er quasi 2 Einzelsitze. Aber dieser hier hat eine durchgängige Trennwand, sag ich mal, wo das Reserverad dann auch hinterm Sitz zu finden ist. Darum hat er dann, ist das vorne ein 3-Sitzer. Ist das dann eine 2- und 1er-Bank mit ein bisschen Platz zwischen oder geht die komplett durch? Nee, die geht dann komplett durch. Also der Fahrersitz ist als einziger schon verstellbar. Ja, ja. Das ist aber auch dann erst die späteren. Und danach kommt dann direkt eine 2er-Bank als Anschluss. Mhm. Die aber auch nicht verstellbar ist dann. Okay. Ja, dann würde ich an der Stelle sagen, haben wir euch mal wieder auf den aktuellen Stand von Renate gebracht hier. Vielen Dank, dass wir dich besuchen durften. Dass wir vorbeikommen durften. Gerne. Jetzt habt ihr wenigstens alle mal so einen richtig alten Sitz gesehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Bremen, oder? Ja. Perfekt, bis zum nächsten Mal. Ciao.